Wir sind schon ein bisschen wie so ein älteres Ehepaar. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wir haben das schon ordentlich gemacht. Ich habe immer das Gefühl, du hast immer Ideen präsentiert. Wir haben die besprochen und dann hast du das einfach wahnsinnig gut umgesetzt. Ja, du hast so, weißt du, du hast so eine natürliche Autorität, die einen freundlichen Druck ausübt. Einen wirklich? Sympathischen, aber bedingungslosen Druck. Ja. Das musst du erzählen. Naja, es sind so zwei Außenseitertypen, so 11. Klasse, die sind so 17. Einmal Yannick, der von seinen Mitschülern Fetti genannt wird, und einmal Thai, der ist Vietnamese, der wird von seinen Mitschülern Fidschi genannt. Also Fetti und Fidschi. So dick und doof. Dick und doof sind Freunde und eigentlich. Gibt es eine Nacht, in der den beiden plötzlich ihr sturzbetrunkener Schuldirektor vor die Kamera läuft. Also die sind mit einer Kamera unterwegs, Teil will immer YouTuber werden und so und dreht gerne Filme. Und plötzlich passiert ein Wunder und dieser sturzbetrunkene Schuldirektor ist mitten vor deiner Kamera. Und die beiden halten voll drauf, begleiten den bis in seine Wohnung und kommen dann auf die Idee, ihn aus Spaß in seiner eigenen Wohnung einzusperren. Und aus diesem Spaß kommen die dann nicht mehr raus. Und dann gibt es halt diese drei Jungs. Es gibt den Schuldirektor auf der einen Seite. Und deswegen diese drei Spiegeleier. Ja. Ich finde, es ist auch eine Entwicklungsgeschichte. Also nicht nur die der 17-jährigen Jungs, sondern auch die des Lehrers, der irgendwie mal zu den Guten gehörte und dann irgendwie so durch seine Arbeit, durch die Gesellschaft, durch den Stress und irgendwie natürlich auch durch sich selbst zum zynischen Arschloch geworden ist eigentlich. Und dann gar nicht mehr mitbekommt, wie er durch sein Verhalten irgendwie andere schädigt. Obwohl er eigentlich immer nur das Beste wollte, ist er zu den Schülern scheiße durch seinen Zynismus geworden. Naja, wir haben halt auf der einen Seite den Direktor, der in die Reise ins Ich geht und überlegt, ich bin jetzt hier gefangen in meiner Wohnung, wer hat mich gefangen genommen? Und deswegen geht er so nach innen und guckt, was habe ich eigentlich für Schaden angerichtet? Mhm. An welcher Stelle könnte sich jemand rächen? Und dann haben wir halt die beiden Jungs und die Kapitel sind immer aus der Perspektive von Yannick geschrieben, der halt überlegt, wie er in dieses Verbrechen reingerät oder beziehungsweise wie er da wieder rauskommt und was das mit ihm macht. Und der ist natürlich, ich glaube, das hast du noch gar nicht gesagt, irgendwie in Thai verliebt. Oh ja. Und das ist halt ganz wichtig. Und eigentlich ist er ja ein wahnsinnig lieber Kerl und liebt Musik und möchte auch dem Schuldirektor eigentlich gar nichts irgendwie antun, sondern er macht das mit, weil er in Thai verliebt ist und das Gefühl hat, wenn er das nicht mitmacht, verliert er diesen Menschen, eigentlich den Liebsten an seiner Seite. Und er hat aber auch ein großes Herz und begreift, dass er Gerechtigkeit schaffen will und muss und dass ungerechte Dinge geschehen sind. Lambrecht ist halt, also der Direktor, in der 24. Etage gefangen dieses Hauses und guckt halt über ganz Berlin und irgendwie... Na, er ist auf sich zurückgeworfen. Er ist nackt und ich glaube vor allen Dingen seelisch nackt. Seelisch nackt. So, also das geht gar nicht um diese Körperlichkeit, sondern er ist von allem irgendwie beraubt, was ihm so zum Menschen macht. Ne? Darum geht es ja auch irgendwie so. Er hat keinen Strom, er hat kein Wasser, er hat keine Ansprechpartner, er hat gar nichts, sondern er hat nur sich selbst. Er ist irgendwie nackt. Ich habe das Probekapitel gelesen und war begeistert und dann habe ich Axel getroffen und es war, glaube ich, für mich war das so Liebe auf den ersten Blick und es war klar, okay, das ist der Text wird der Knaller und du wirst der Knaller und wir werden einfach unfassbar gut zusammenarbeiten können und ehrlich gesagt finde ich die Zusammenarbeit jetzt noch toller, als ich es mir vorgestellt habe, weil, also mich macht es glücklich, so der Text und der hat so viel Tiefe und der ist so liebevoll und das ist Wahnsinn und wir waren eben gerade bei dieser Stelle, wo sich Yannick vorstellt, dass er in einem anderen Takt durch die Diskothek geht als alle anderen. Und das sind halt so Bilder, die so für alles stehen, weil er einfach nicht dazugehört und er ist aus dem Tritt und er ist irgendwie Außenseiter. Und das kann ich so gut nachvollziehen. Also, und ich glaube, das können so viele Leute so gut nachvollziehen. Und wir sind gründlich, das finde ich auch sehr wichtig. Und du bist so gründlich, dir liegt so jedes Detail am Herzen. Und ich finde, das macht den Text so besonders. Also wer schon mal einen Film von mir gesehen hat, der weiß, dass ich ja zum Beispiel gar keine Drehbücher schreibe. Ich verzichte ja quasi auf die Ausformulierung von Dialogen. Ich arbeite sehr mit Improvisation und ganz eng mit meinen Schauspielern zusammen. Und ich würde nie auf die Idee kommen, zum Beispiel den Schauspielern vorzugeben, ob die von links nach rechts gehen sollen oder was die machen sollen oder was die sagen sollen. Ja? Und jetzt plötzlich hier hocke ich halt jetzt über diesen Blatt über dem Computer und muss alles mir ausdenken auf einmal. Also das ist schon eine sehr, sehr besondere und andere Tätigkeit. Und ich hätte nicht gedacht, dass es mich mit
mit so viel Glück erfüllt. Also weil ich bin Filmemacher und Filme machen ist ganz schön aufwendig. Und wenn man da was schreibt, dann schreibt man das erstmal hin, so in ein Treatment oder ein Drehbuch. Und dann hat es aber fast nichts mehr mit dem zu tun, was am Ende als Film dabei rausgekommen ist. Also den einzelnen Satz, der bedeutet einfach nichts. Weißt du, das ist eher so eine Bedienungsanleitung, so ein Drehbuch. Und wenn du jetzt aber da sitzt und du schreibst einen Roman, dann ist gar kein Umweg mehr dazwischen. Du schreibst etwas auf, drehst den Satz ein paar Mal und dann steht er da und dann ist er fertig. Und du bist der Chef, ne? Außer ich sage, du musst was anders machen. Ja, aber da ist ja auch nur wir beide im Gespräch, genau. Weißt du? Ich bin da zu zweit. Und beim Film musst du das finanzieren, du musst das zig mal umarbeiten, dann musst du das auf Schauspieler anpassen, dann musst du das drehen, dann musst du sehen, dann bist du an Originalschauplätzen, dann ist auch wieder alles anders, dann musst du es schneiden, dann fliegen Szenen raus. Es ist, und am Ende ist halt was völlig anderes da, als das, was du dir am Anfang mal ausgedacht hast. Und das ist hier komplett anders. Und es macht einen irgendwie doch auch glücklich. Ja, ich bin zwar dicker geworden, weil ich bewege mich nicht mehr, ich sitze nur noch am Computer, ich habe immer wild rumgefressen in der Gegend umher. Aber ich war irgendwie beim Schreiben auf eine ganz andere Art und Weise glücklicher als bei allen anderen Dingen, die ich bisher gemacht habe.